Diesmal erzähle ich euch etwas über den neuen Teil der Serie Tore nach Thulien, und zwar der zweite Teil der Reihe Wilderland, Ferner Donner. Das hier ist das Cover, ist schon sehr geheimnisvoll, auch wieder von Diana Rafoth gezeichnet, und die Serie ist von Jörg Kohlmeier geschrieben. Ja, um was geht es jetzt hier in der zweiten Episode? Die Reise ins Wilderland beginnt. Und wir treffen auch wieder auf die alten, bekannten Charaktere. Tristan, den militärischen Anführer, dann den Söldner Berengor und die geheimnisvolle Shachin, eine Schattenkriegerin. Und es treten auch noch mehr Bekannte wieder auf, und zwar die Männer, die schon im ersten Teil versucht haben, den Beginn dieser Reise ins Wilderland zu verhindern. Die sogenannten Skorpione, selber auch Schattenkrieger, aber eben nicht Anhänger der Eule, so wie Shachin, sondern der Skorpione. Dann, damit nicht genug, in diesem Teil tritt auch noch eine weitere Gefahr auf, und zwar die Bedrohung, die in der Reihe Leuenburg schon beschrieben wurde und aufgetaucht ist. Eine riesige Armee an geheimnisvollen Kreaturen. Ja, soweit, so gut. Was finde ich toll an der Episode? Also auf jeden Fall interessant und toll ist, dass dieser geheimnisvollen Armee an Kreaturen wiederum ein neuer Aspekt zugefügt wird. Ja, wir lernen wieder etwas über sie, und das lässt diese Wesen noch brutaler und gefährlicher wirken, sage ich jetzt mal. Ich verrate noch nicht, was es ist, das darf dann jeder für sich selber herausfinden, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass der Zug der Leuenburger, also der Menschen, die ins Wilderland reisen, nicht so ausführlich beschrieben wird. Man kann sich den eigentlich nicht so gut vorstellen. Dafür werden die Hauptfiguren, also Tristan, Berengor, Shachin, sehr gut beleuchtet. Also man erfährt viel über diese Figuren. Das wird aber nicht so besonders geschickt gemacht von Jörg Kohlmeier, denn es findet viel innerer Monolog statt. Ja, die Figuren reden mehr oder weniger in Gedanken mit sich selbst und begründen so ihre Motive und ihre Vorhaben. Das hat ein bisschen das Problem, dass erstmal der Leser immer weiß, was jede Figur vorhat. Dadurch geht ein bisschen Spannung flöten, die man sonst vielleicht noch hätte nutzen können. Und andererseits ist es nicht der optimale Weg, das zu lesen. Spannender wäre es gewesen, die Vorhaben der Figuren entweder in den Taten selber entwickeln zu lassen oder das irgendwie mit Dialogen zu machen, sodass sich zum Beispiel zwei Charaktere wie Berengor und Shachin, die sich eh nicht ganz grün sind, in einem spannenden Dialog so ein bisschen gegenseitig ihre Pläne herauskitzeln. Das hätte ich vielleicht ganz gern gelesen. An sich ist die Fortsetzung von Wilderland ein bisschen zu sehr geprägt, auch von den Vorgängen aus der Reihe Leuenburg. Natürlich, wenn so eine geheimnisvolle Armee in das Land um Leuenburg einfällt, wird es auch der Expedition ins Wilderland nicht unbedingt unbemerkt bleiben. Aber vielleicht hätte man das doch so gestalten können, dass die Expedition ins Wilderland erst sehr viel später, wenn sie eigentlich schon zu weit weg sind von Leuenburg, davon durch irgendwelche verschreckten, fliehenden Bauern oder sowas erfährt. Denn jetzt hat man natürlich das Problem, Tristan ist ein pflichtbewusster Soldat, ja, ein Untergebener vom Herzog von Leuenburg, und Leuenburg ist in einer riesigen Gefahr. Jetzt ist es eigentlich glaubwürdiger, wenn Tristan beschließen sollte, dass er mit den Soldaten, die er hat, zurück nach Leuenburg geht, um diese Stadt zu verteidigen. Damit wäre aber die Expedition ins Wilderland erstmal gescheitert oder zumindest abgebrochen oder aufgeschoben. Ja, das würde natürlich diese ganze Buchreihe mehr oder weniger dann wiederum in die Buchreihe Leuenburg integrieren. Ein bisschen fehlen mir auch die Geheimnisse in diesem Band. In den anderen beiden Bänden wurden mehr oder weniger längerfristige Geheimnisse aufgebaut, die dann erst in dem nächsten Teil gelöst wurden.
Das fehlt mir hier ein bisschen. Dadurch ist der Band auf jeden Fall weniger spannend als die ersten beiden. Es ist also ein eher schwächerer Teil der Tore nach Tulien-Reihe. Trotzdem bin ich gespannt, was noch folgt. Diese Charaktere, die hier beschrieben sind, sind auf jeden Fall aufregend und man möchte mehr über sie erfahren. Und ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Das müsste ja dann wieder eine Episode aus der Reihe Leuenburg sein. Ich wünsche euch immer genug Muße zum Lesen, euer Dominik Schmeller.